Ciao, willkommen im Haus der Eulen im Disney Channel. Wow! Ah. Hey! Gib mir meinen Schulranzen! Ärger! Oh, nein, nicht nachsitzen! Mein einziges Vergehen ist, dass ich zu cool bin! Das ist neu. Die sind plötzlich nach deinem letzten Besuch aufgetaucht. Sie riechen Ärger, buchstäblich. Ärger. Okay, machen wir uns lieber unauffällig aus dem Staub. Augustus, du solltest besser aufpassen, wo du hinrennst. Du willst doch nicht, dass der Vorsitzende der Menschen-AG sich verletzt an seinem letzten Tag im Amt. Das da muss dein Mensch sein. Sieht für mich aus wie ein Hexenlehrling. Psst, psst. Dein Auftritt. Oh! Tada! Ein Mensch! Nicht nur irgendein Mensch, eine Menschenexpertin. Ja, genau. Ich mache das schon seit Jahren. Sie ist hier, um deine Schätze zu begutachten. Wir sehen uns dann. Nein, 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 nein. Wenn die merken, dass ich gelogen habe, machen die mich nie zum Vorsitzenden. Hä? Oh, Gus, hab ich dich doch erwischt. Ach, den Albtraum hatte ich schon mal. Als Vorsitzender der Menschen-AG sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich einen Teilnehmer demütige. Aber als Gus hat es mir sogar Spaß gemacht. Oh, ja. Oh ja, das war echt cool. Wow, wer hat den Pokal für die meisten Knochen bekommen? Wow. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen in den AG-Raum. Okay, aber nächstes Mal musst du mir alles zeigen. Klar, nächstes Mal. Wer ist der Abscheulichkeitenprofessor? Ich sollte mich vorstellen und mich für den Vorfall entschuldigen. Herr Abscheulichkeitenprofessor? Die abscheuliche Abscheulichkeit. Erinnern Sie sich an mich? Oh, was sagt man dazu? Wir haben doch Zeit für eine Führung durch Heckstein. Ist eine Weile her, dass ich hier gesessen habe, hä? Ich muss zugeben, es ist merkwürdig, dass du mich nicht anbrüllst, weil ich mich gestritten oder was geklaut habe. Das kann ich ganz leicht ändern. Au! Was machst du hier, Idalin? Nun, ich will mein Menschenkind Luz auf der Hexstein anmelden. Und bevor du ablehnst, solltest du... Das ist keine schlechte Idee. Du Nichtsnutziger! Was? Wirklich? Ich glaube, die Schülerschaft könnte von so einer Austauschschülerin viel lernen. Aber bevor ich das in Betracht ziehe, muss noch einiges geklärt werden. Ja, richtig, klar. Ich habe von dem Vorfall mit der Abscheulichkeit gehört. Oh, ich spreche hier nicht von Luz. Ich spreche von den nekrotischen Experimenten, den Graffitis, dem Schummeln, dem Schwindeln, Miss Schenkenmeyers Zähnen. Vom Ärger, den du gemacht hast, als du hier warst, Ida. Ah, ich dachte, es gäbe mehr.